nun den Herrn Stadtrat Arno Tummerer ersuchen, seine zwei Punkte zur Abstimmung zu bringen. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe zwei Anträge, die hängen eigentlich indirekt zusammen. Punkt 1 ist eine Änderung, zweite Änderung des Raumordnungsvertrages mit dem Ehegatten Gottfried und Brigitte. Es ist geschwärzt, also, aber es kann sich jeder denken, glaube ich, um was da geht. Da ist mit dem Schreiben des Amtes der russischen Landesregierung Abteilung Raumordnung vom 31.03.2021 wurde dem Magistrat Steyr Stadt Versagungsgründe mitgeteilt, da die Planung dem österreichischen Raumordnungsgesetz widerspreche. In Bezug auf den Raumordnungsvertrag wurde bemängelt, es sei darin keine Bestimmung über die Verfügbarkeit bzw. zeitgerechte Bebauung innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren enthalten. Und da geht es jetzt bei dem Nachtrag um die Verpflichtung einzuhalten, das Grundstück binnen 5 Jahren ob Rechtswirksamkeit der Flächenwidmungsplanänderung zu bebauen. Ich bitte um Zustimmung. Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir da, dass wir da mal wieder ein Zeichen setzen, weil es sind oft Anträge, die ans Land gehen und ein Sachbearbeiter das ist einmal so und einmal so. Ich glaube, wir haben das gut begründet, warum wir meinen, dass diese Umwidmung Sinn macht, haben das auch noch einmal dargelegt und es ist so eine Art Beharrungsbeschluss des Gemeinderates der Stadt Steyr, weil die Gegenargumente unserer Meinung nach überhaupt nicht stichhaltig sind oder im Endeffekt an den Haaren herbeigezogen. Wünscht dazu jemand das Wort? Haben wir jetzt schon beide Anträge? Nein, wir haben jetzt noch den Raumordnungsvertrag mit den Ehegatten. Weh. Bitte. Das hat nichts mit der Deponie zu tun. Ja, meine Damen und Herren, nur der Ordnung halber, der wesentlichere Antrag ist ja der nächste und die hängen aber inhaltlich zusammen. Wir stimmen deswegen gegen diesen Antrag, gegen die Änderung des Raumordnungsvertrages, weil wir dann mit aus meiner Sicht guten Gründen gegen die Flächenwidmungsänderung stimmen werden. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ja, liegt keine Worte mehr vor. Somit frage ich Sie, wer für den Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Wer ist gegen diesen Antrag? Stimmenthaltung. Der Antrag wurde mit breiter Mehrheit angenommen. Arno, bitte der nächste Punkt. Ja, der nächste, der Kollege Schaufmann hat es ja schon erwähnt, ist der Flächenwidmungsplanänderung Nummer 3.11 Grabnerweg, Änderung des örtlichen Entwicklungskonzepts Nummer 2.7 Beharrungsbeschluss. Da geht es aufgrund der nochmaligen Überprüfung, wird festgestellt, dass die Flächenwidmungsplanänderung Nummer 3.11 den Planungszielen der Gemeinde nicht widerspricht, zumal ein öffentliches Interesse auf Aufrechterhalten der stets reduzierten Baulandreserven besteht. Die Interessen Dritter werden dadurch nicht nachteilig berührt. Die Änderung Nummer 11 zum Flächenwidmungsplan Nummer 3 Grabnerweg sowie der Stadtentwicklungskonzeptänderung Nummer 2.7 werden daher mit dem Vorschlag auf Fassung eines Beharrungsbeschlusses vorgelegt. Ich bitte um Zustimmung. Ist das eine Wortmeldung? Bitte, Reinhard. Ja, wir hatten ja die ähnliche Diskussion bereits beim ersten Durchgang dieser Flächenwidmungsänderung. Deswegen heute nur zur Erinnerung, es geht um zwei Dinge. Einerseits haben wir einstimmig ein Stadtentwicklungskonzept beschlossen vor einigen Jahren, in dem dort eben nicht Bauland ist. Und aufgrund einer grundsätzlichen Überlegung, die jedenfalls im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept allgemeine Zustimmung gefunden hat, nämlich auch im Sinne des sinnvollen, sparsamen Umgangs mit Flächen. Das ist ja ein immer größeres Thema. Wie geht
Und Österreich ist ja Weltmeister im Flächenverbrauch nach bestimmten Berechnungen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob die so stimmen, aber dass wir in Österreich sehr viel an Flächen verbrauchen, die man auch anderen Zwecken sinnvollerweise zu belassen könnte oder zuführen könnte, nämlich landwirtschaftliche Flächenbebauung bzw. Grüngürtel, dass hier sparsam umgegangen werden sollte mit den Flächen. Und da haben wir uns beim Stadtentwicklungskonzept zum Grundsatz entschlossen, nicht mehr an den Rändern der bebauten Gebiete weiter zu entwickeln, sondern Verdichtung im Stadtinneren. Und wir sehen keinen guten Grund, von diesem Grundsatz abzugehen. Und das zweite Argument, warum aus unserer Sicht dieser Antrag nicht zustimmungsfähig ist, sind die Einwände, die auch vom Land Oberösterreich hier genannt wurden, nämlich etwa, wenn hier steht, neben den agrarfachlichen Einwänden würde durch die geplante Außenerweiterung eine weitere unorganische Siedlungsentwicklung mit einem Eingriff in den Agrarraum entstehen und somit würden die Zersiedelungstendenzen an den Siedlungsrändern fortgeführt werden. Genau das ist es. Und wenn man in Sonntagsreden passiert, ja, glaube ich, schon von allen Parteien, aber wenn wir wirklich mit unseren Flächen, die sinnvollerweise für andere Zwecke gewidmet werden bzw. bleiben sollten, das ist ja an sich als landwirtschaftliches Gebiet richtig gewidmet dort. Wenn es dabei bleiben soll und wir von diesem massiven Flächenverbrauch mit Bodenversiegelung und all den Nachteilen, die damit zusammenhängen, abkommen wollen, dann müssen wir irgendwo beginnen. Es mag hier um einen sehr kleinen Bereich gehen, sehr klein. Viele kleine Bereiche sind eben in der Summe dann viel Versiegelung und von diesem Weg müssen wir uns verabschieden aus unserer Sicht und das sollten wir auch bei diesem Thema heute tun und deswegen lehnen jedenfalls wir Grüne diesen Antrag ab. Dankeschön. Dankeschön. Zu Wort gemeldet der Vizebürgermeister Dr. Zöttl. Bitte, Herr Hennig. Sehr geehrter Magister Kaufmann, wir haben dieses Thema im Ausschuss schon mehrmals und ausführlich diskutiert. Bodenverbrauch, ja, sind wir auch der Meinung, dort, wo es Sinn macht, in die grüne Wiese, nein, sind wir auch nicht dafür, dass das sofort passiert. Aber von diesem Stück, was wir hier sprechen, ist nebenbei schon eine Siedlung. Es ist eine geringfügige Ergänzung, was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Aber witzigerweise, die Grünen agieren einmal so, wie es ihnen ins Konzept passt, weil oberhalb gibt es auch einen Antrag auf Flächenwidmung, Umwidmung im Bauland und da waren die Grünen sehr wohl dafür, obwohl es in Wirklichkeit die ganz dieselbe Situation ist, nur eine Etage darüber. Also die Logik, die habe ich noch nicht ganz durchschaut, weil ich möchte jetzt den Antragsteller auch nicht sagen, weil die sind ja hier auch geschwärzt, möchte niemanden reinreiten. Dort ist sogar erweitert oder erwünscht eine Erweiterung der Umwidmungsfläche für Bau. Also das ist schon interessant. Also unten nein, oben ja. Also nicht mit zweierlei Maß messen, bitte. Dankeschön. Gibt es noch eine Wortmeldung? Bitte, Stadtrat Gunter Mayhofer. Bitte, Gunter. Ja, ich darf da in dieselbe Kerbe schlagen, weil das geht schon ein bisschen sehr weit. Nämlich auch zu behaupten, na, das ist als landwirtschaftliche Fläche gewidmet, das muss so bleiben. Da stellt sich jeder vor, das ist ein schönes Feld und das wird jetzt umgewidmet. Das ist ein kompletter Blödsinn. Das ist eine Hanglage, wo direkt daneben auch andere Häuser sind, das man landwirtschaftlich wirklich nicht vernünftig nutzen kann. Und hier das vorzuschieben und sagen, so und jetzt exekutieren wir ein Exempel und darum sind wir dagegen, weil wir es generell nicht wollen. Also bitte, um Gottes Willen, bleiben wir ein bisschen in der Realität und bei den Tatsachen und versuchen wir auch wirklich ein bisschen zu ermöglichen, dass Leute sich auch noch im Grünen etwas bauen können. Das gilt aber dann auch für das Land Oberösterreich, das ein Hinweis auf, dass das keinen Sinn hat.
Danke für den Beitrag. Denke ich, im Amtsbericht ist es ja auch von unserer Fachabteilung, denke ich, sehr schlüssig aufbereitet worden und argumentiert, warum dieser Flächenwidmungsplanänderung grundsätzlich zugestimmt werden kann. Und wir kommen auch zur Abstimmung. Wer dafür ist, für diesen Antrag, bitte ein Zeichen mit der Hand. Seine Gegenstimme. Stimmenthaltungen. Der Antrag wurde mit 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung mit breiter Mehrheit angenommen. Dankeschön. Wir sind jetzt am Ende der normalen Tagesordnung. Wir haben noch einen Tagesordnungspunkt nach hinten verschoben. Das ist der Dringlichkeitsantrag Beitritt zur Baumkonvention Zukunft mit Bäumen, Bäume mit Zukunft. Wer wünscht dazu das Wort? Wenn niemand, sonst könnte ich noch was dazu sagen. Bitte, Michaela. Kollegin Frech ist am Wort, Frau Gemeinderat Michaela Frech. Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, es ist ja immer sehr schön, wenn es einen Antrag gibt, wo man niemanden überzeugen muss, weil im Vorfeld schon klar ist, dass alle mitstimmen. Das ist ja eine sehr erfreuliche Tatsache. Wen wir, glaube ich, wirklich nur mehr überzeugen müssen, sind nicht die Politikerinnen und Politiker hierinnen, sondern wirklich auch die Bevölkerung und der Gesetzgeber. Und der wesentlichste Gesetzgeber. Satz eigentlich von dieser Baumkonvention ist das, was am Schluss steht, nämlich dass das Verständnis, die Alltagskompetenz und die Eigenverantwortung der Bevölkerung im Umgang mit Bäumen durch entsprechende Bewusstseinsbildung zu stärken sind. Und das wird unsere Aufgabe auch sein, als Politikerinnen und Politiker, dieses Bewusstsein bei allen handelnden Personen zu schaffen, dass es einfach wichtig ist, Bäume zu erhalten. Und ich muss sagen, ich wusste das auch nicht und das schreckt mich schon ein bisschen, wenn diese Studie stimmt, dass fast ein Viertel aller Waldflächen Österreichs von Angstschnitten bedroht sind, das heißt von Baumschnitten, die daraus resultieren, dass man einfach Angst hat vor der Haftung. Und wenn sich da etwas ändert, bin ich sehr, sehr froh. Und wie gesagt, es liegt, denke ich, mir an der Politik, hier auch den Beitrag zu leisten, diese Bewusstseinsbildung zu forcieren. Und da bin ich guter Dinge, dass das passieren wird. Dankeschön. Ich glaube auch, dass die Haftungsfrage ja keine einfache ist. Ich erinnere nur, es ist noch gar nicht so lange aus, bei diesem Gewitter, wo dann eine Schlucht nicht gesperrt wurde und im Endeffekt sich der Gemeinderat und der Bürgermeister von der Staatsanwaltschaft sich rechtfertigen musste und weil ein Kind gestorben ist. Also das ist keine Kleinigkeit und in Wahrheit ist das ja auch ein Appell oder ein Hilfeschrei, dass der Gesetzgeber da endlich etwas unternimmt und uns die entsprechenden Gesetze ändert oder abändert. Ist dazu noch jemand das Wort? Bitte, Reinhard. Ja, ist es. Wir sind gut in der Zeit, es kann sich noch jeder melden. Ja, ich glaube, wir haben ja keine kontroverse Diskussion zu erwarten zu diesem Thema. Ich freue mich über diesen Antrag. Es ist auch ein positiver Ausfluss, glaube ich, unserer Verbindung mit der Stadt Villach, wo eine Delegation von Steyr Anfang dieser Woche war und wo wir die Anregung zu diesem Antrag mitgenommen haben. Das freut mich sehr, dass so ein Zusatznutzen hier noch entstanden ist zu dem eigentlichen Zweck, den wir dort verfolgt haben, nämlich uns die Grünraumpolitik vor allem der Stadt Villach anzusehen und hier Anregungen mitzunehmen. Es wurde schon hingewiesen auf die Probleme, die diese Haftungsfragen ergeben, und wir haben die ja auch in Steyr immer wieder punktuell, dass unsere Verantwortlichen für die im Stadteigentum befindlichen Bäume hier durchaus oft in schwierige Situationen kommen. Wenn es darum geht zu entscheiden, Bäume zu erhalten, die aber in der Nähe von Verkehrswegen sind und wo es durchaus Gefahren geben kann, beziehungsweise die Gefahrenabwendung sehr aufwendig sein kann. Und das liegt unter anderem daran, dass die gesetzlichen Vorgaben hier im ABGB sehr streng sind, weil sie nämlich Bäume sowie Bauwerke, die wesentlich besser zu beobachten sind und von der Konstruktion her schon hier die Sicherheit wesentlich leichter zu gewährleisten ist, wenn die entsprechende Pflege stattfindet. In dem Sinn ist es
gut, wenn man hier allen Verantwortlichen in diesem Bereich Möglichkeiten gibt, einerseits hier baumfreundlicher vorzugehen, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Bevölkerung darüber aufklären und motivieren, dass sie diese Gefahren, die vielleicht leicht steigen durch eine andere Baumpolitik, vor allem bei Naturereignissen mit starken Winden, Unwettern, dass es dann halt nicht sinnvoll ist, in die Nähe von älteren Bäumen zu gehen. Das gehört zusammen, einerseits im Bereich der Grünraumpflege, diese hoffentlich neuen Gegebenheiten und rechtlichen Vorgaben zu nutzen und andererseits aber auf die Bevölkerung, auf die Rahmenbedingungen, die sich dadurch etwas ändern, hinzuweisen und hier für einen sicheren Umgang zu sorgen. Aber grundsätzlich ist das eine sehr gute Entwicklung, finde ich, und wir werden dem natürlich gerne zustimmen und freuen uns, dass offenbar alle anderen auch dafür sind. Danke. Noch eine Wortmeldung der Vizebürgermeister Vogel und dann der Vizebürgermeister Zürtel. Ich werde es auch kurz machen, aber auf der einen Seite möchte ich mich einfach bedanken auch für diese unkomplizierte Zusammenarbeit, wirklich über alle Parteigrenzen hinweg. Das hat wirklich einfach sehr gut funktioniert und sehr unkompliziert, dass wir gemeinsam hier mit dabei sind. Es geht darum, dass morgen diese Baumkonvention veröffentlicht werden soll. Es geht darum, wer ist am Anfang auch mit dabei und unterstützt das. Es braucht hier eine gewisse Breite und es ist wirklich schön zu erleben, dass alle Fraktionen, alle Parteien hier einhellig mit dabei sind und das unterstützen. Und es ist schon angesprochen worden, wir Stadt sind natürlich auch massiv betroffen davon. Wir haben selbst viele Liegenschaften und wir haben heuer ja im Winter auch gesehen, wir waren gezwungen, hier auch einiges an Baumarbeiten zu machen. Und es ist so, wenn man mit dem Bezirksförster spricht, und es war dann auch im Gespräch ja mit der Bevölkerung, haben wir das auch sehr klar aufgezeigt. Wenn wir heute über die Esche sprechen, die leidet massiv unter den Klimaveränderungen, die leidet auch massiv unter den Schädlingen. Und wir haben heute die Situation, dass wir nicht feststellen können, ist eine Esche gesund oder nicht. Also es traut sich kaum wer drüber und sagen, die Esche ist gesund oder die Esche ist krank. Das heißt, im Zweifelsfalle müssen wir sie schlägern. Und das ist die Situation derzeit. Und es gibt Städte, auch in Oberösterreich, die gesagt haben, im ganzen Stadtgebiet gibt es keine Esche mehr. Die haben alle Eschen umgehauen. Das heißt, wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir hier andere Rahmenbedingungen, damit wir hier auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Also ist es was durchaus aus der Praxis und auch so. Das heißt jetzt nicht, dass wir aus der Verantwortung komplett heraus sind. Wir werden auch in Zukunft unseren Baumkataster zu pflegen haben. Das machen wir auch sehr gewissenhaft. Wir haben hier geschultes Personal, die wirklich auch darum sich kümmern, dass die Bäume begutachtet werden. Aber wie gesagt, einfach bei Unwetterereignissen oder bei höherer Gefahr, hat man einfach gesagt, das kannst du also sagen, bist aus der Haftung dann heraus. Ich glaube, dass das schon wichtig ist. Das heißt, wir tun alles, was möglich ist, aber wie gesagt, ist alles mit Maß und Ziel und auch ein bisschen mit Hausverstand. Dankeschön. Wort ist der Vizebürgermeister Zürtel, bitte. Möglicherweise kann man ja diesen positiven Denkansatz dem Gesetzgeber weitergeben, dass man generell nicht nur, was es den Baum betrifft, sondern auch das gesamte Leben betrifft, ein bisschen mehr Eigenverantwortung wieder einbaut, vielleicht den gesunden Menschenverstand forciert, dass viele Dinge nicht reglementiert werden müssen. Das fängt beim Verkehr an, geht bis zu baulichen Maßnahmen. Wenn diese Entwicklung eingeschlagen wird, bin ich bei jeder Abstimmung sicherlich dabei. Dankeschön. Mir liegt keine Wortmeldung mehr vor. Jetzt kommen wir zur Abstimmung des letzten Tagesordnungspunktes, des Dringlichkeitsantrages. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen ist nicht der Fall. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Bedanke mich dafür. Wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen, wünsche euch einen schönen Sommer. Wir sehen uns in alter Frische oder in junger Frische am 16. September wieder bei der Gemeinderatssitzung. Ansonsten werden wir uns auch während der Zeit bis dorthin über den Weg laufen. Alles Gute, einen schönen Urlaub.